Was einige gern wahrhaben möchten, schien am Samstag in Zeitz Realität. Elvis lebt. Zumindest seine Musik. Das Jugendtheater Carambolage führte gemeinsam mit dem Triton e.V. aus der Elsterstadt das Musical All Shook Up in den Klinkerhallen auf. Mit zahlreichen Liedern vom King begeisterten die Jugendlichen das Publikum und alle wollten musikalisch in das Jahr 1955 reisen. Die Premiere des Musicals war restlos ausverkauft. Ja, den Zuschauer erwartet ein mitreißendes Musical, ja, All Shook Up, mit Melodien aus den 50er Jahren von Elvis Presley. Dargeboten von unserer Jugendtheatergruppe Carambolage, ja, die nun nächstes Jahr schon ihr 10-jähriges Jubiläum feiert. Und ich würde sagen, die Jugendgruppe hat hart gearbeitet, hat viel geprobt und ich glaube, das Ergebnis lässt sich auf jeden Fall sehen und vor allen Dingen hören. Die Story im Stück ist schnell erzählt. In einem abgelegenen Dorf leben Dennis, Natalie und Lorraine ein eher ruhiges und gesittetes Leben. Doch dann kommt Chad, ein motorradfahrender Rebell, der das Dorf und vor allem Natalies Welt auf den Kopf stellt. Doch da ist ja noch Dennis, der in Natalie verliebt ist, aber sich nicht traut, es ihr zu sagen. Und damit fangen die Beziehungsverwicklungen erst richtig an. Also die Jugend berät sich immer. Wir haben dann verschiedene Stücke, die wir zur Auswahl stellen. Und dieses Mal ist es eben Elvis geworden. Und ich denke mal, die Jugend freut sich auf diese Lieder, die ja allen bekannt sind. Dass den Jugendlichen das Stück Spaß macht, das spürte das Publikum sofort. Mit viel Engagement spielten die Laiendarsteller ihre Rollen. Wer sich ebenfalls auf die musikalische Reise durch die 50er Jahre begeben möchte, der hat noch am kommenden Wochenende die Gelegenheit dazu. Am Samstag, den 3. März um 18 Uhr und am Sonntag, den 4. März um 15 Uhr, jeweils in den Klinkerhallen.